Heute Kochen mit Ambiente. Ja, so ein Scheißdreck! Ja, servus und grüß euch, Freunde der kulinarischen Unterhaltung. Heute habe ich wieder ein kleines Tutorial für euch, aber diesmal kein Mass oder irgendwas zum Saufen, sondern auch was für den großen Appetit. Vielleicht werden sich einige noch an eine Aussage erinnern aus folgendem Video. Eigentlich alles gefressen. Bisschen Presssack, ein Radi, Kackbrot. Ja, und danach ist mir oft die Frage gestellt worden, was ist denn eigentlich ein Kackbrot? Daher jetzt für euch, was ist ein Kackbrot? Natürlich darf man jetzt das nicht wörtlich nehmen und sich ein vollgeschissenes Leiberl Brot vorstellen, sondern erstmal muss man das Wort Kack ein bisschen umleiten ins, ich sag jetzt einmal, preissichere. Ja, Kack, oder wie man es jetzt richtig so abkürzen würde, mit GH, kommt vom Geheck, bedeutet quasi das Geheck von einer Sau. Und wenn man es ganz bunt formulieren mag, das Innere einer Bratwurst. Ja, meistens gewürzt mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Knoblauch zum Stinken. Aber auf keinen Fall Met oder Hackepeter. Wir haben ja immer noch in Bayern. Okay, alles klar soweit? Na, dann frisst's einen Salat, ihr Schafkopf. So, kommen wir nun zum Aufbau von einem Kackbrot. Logisch, zuallererst kommt natürlich die Unterlage. Also, frische Scheiben Bauernbrot oder halt, wenn's pressiert, ein Discounterbrot. Wurscht welches Brot, Hauptsache, es schaut annähernd nach so einem Gebäck aus. Okay, dann nimmt man sein frisch gekauftes Kack, sofern der Metzger überhaupt die nötige Ausbildung verfügt und euch nicht anschaut wie ein Bagger, wenn ihr sagt, ich hätte gerne einen Pfund Kack, bitteschön. Aber das ist ja eigentlich soweit wurscht, insofern ihr euer Kack nicht in, keine Ahnung, Neufundland oder so bestellt, sondern auch noch innerhalb von Bayern. Da wird die Dame hinterm Tresen schon wissen, was zu tun ist. Ja, wurscht. Auf jeden Fall, dann schmiert ihr dieses Kack mit einem Messer oder sonst irgendeinem Streichwerkzeug, Spachtel, Rakel, mir doch egal, auf das Brot. Aber jetzt auch nicht wie ein Holzfäller, sondern ein bisschen Gemach. Ihr wollt das Brot ja auch nicht zerreißen. Aber da muss man jetzt auch direkt aufpassen, dass man nicht eine 0,2mm Schicht drauf haut, das Wasser fett reduziert das Leder auf euer Vitaminbrot, sondern geht eher mal von der Schiene aus Hauswände verputzen. Ungefähr so die Stärke sollte das haben. Okidoki, dann kommen wir der Sache schon näher. Gut. Am Schluss, damit man nicht komplett aus der Fotzen stinkt, hat man sich obendrauf noch eine schicke Garnitur aus rauchen Zwiebelring. Da ist jetzt jedem selber überlassen, wie viel er drauf haut. Es kommt jetzt ganz drauf an, ob ihr nachher noch ein Date mit einem schönen Zweiberl habt. Aber okay, wenn es schon von vornherein sagt, du stinkst ja aus der Fotzen nach roher Sau, dann ist eh kein Gescheite. Na, hat's lieber viel drauf, dann seid's auf der sicheren Seite. Und wenn das dann am Schluss ungefähr so ansatzweise so ausschaut, dann habt ihr ein schönes Kackbrot, das jetzt bereit zum Verzehr ist, außer ihr tätet es noch mit einem Paprika oder so würzen. Da unterscheiden sich die Geschmäcker, aber das ist im Grunde so das Standardrezept, würde ich jetzt einmal sagen. Wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der mag euch weismachen, dass man nach so einem Verzehr von solchen exquisiten Spezialitäten, jetzt sag ich jetzt einmal auch noch mit der Kombination aus 8 Weizen oder so, am nächsten Tag ein bisschen rektale Ausdünstungen haben kann, nicht? Die stinken. Also, jetzt Blake sagt, der Schweiß stinkt, als wäre ich ein Ratz vor einer Woche ins Arschloch gerochen und dann verendet. Das alles ist natürlich völliger Quatsch. Das sind Superkräfte. Zum Beispiel an der Kasse oder an einer langen Schlange ist der Kass gleich bissen, wenn man schon vorher weiß, gut, der Schweiß, der stinkt. Oder jetzt zum Beispiel in der Bauerndisco auf der viel besuchten Tanzfläche. Einmal abgedruckt und dann habt ihr Radios ohne Ende. Jawohl, das war's dann auch im Endeffekt schon. Es ist keine große Kunst nicht, aber dafür schmeckt 1A.
Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Lasst mir wissen, ob ihr es schon kennt habt, wie ihr es hier macht oder ob euch das überhaupt gar nicht sagt. Einfach in die Kommentare hauen. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder wenn ihr das halt gerade seht. Oh, schaut auf Facebook vorbei. Und was gibt's noch? Ja, bringt's keinen um. Viel euch, Servus und gute Nacht.